So. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Feuer! Was? Ist gut genug. Wer feuert denn hier? Der Außenbefehl, Gegner kommt auf uns. Metall. Metall. Ich soll wusste, dass irgendwo noch ein Schiff auftaucht, was Metall hat. So, dann komm mal her. Dich hat schon gewartet. Dann sehen sie. Oioioioioioioioi. Lass hier nicht genug. Feuer! Wir sind beschädigt! Nie getroffen mit deinem scheiß Ramm. Er will aber wissen, wa? Habe ich das getroffen? Denke nicht. Feuer! Ja! Alle Segel, sie verträgt das! Ja, Junge, wo ist der hinterher? Aua! Blöde Sau, Alter! Ich muss irgendwie näher rankommen, sonst habe ich ein Problem. Segelreffen raus aus der Müll! Haben Schaden genommen! Ja. Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Kanone! Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Feuer! Ja. So, dann zeige ich mal, ob wir ein paar schöne Breitseiten nehmen. Naja. Die darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Feuer! Die Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Ja! Schön. Feuer! Der war nicht getroffen. Scheiße. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja. Leg dir Minen in den Weg, wenn sie uns rammen. Feuer! Herum touchiert! Segelsatzes! Neben! Das wird sie versenken! Feuer! Erwarten Befehle! So, einfach hinterher jetzt hier. Wenn wir haben's. Oh, wer kommt denn da? Jetzt haben wir zwei, oder was? Hallo? Wieso haben wir jetzt zwei Schiffe auf einmal auf uns? Also ein zweites Schiff. Ne? Der hat mich ja richtig platt gewalzt. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern. Ja, du brauchst das Fernrohr jetzt nicht nochmal erklären. Einmal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ein Jagdschiff plündern 50 Säcke Zucker. Das hatten wir ja. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Das haben wir, glaube ich, schon in Süd gemacht. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Campbell. Na gut. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Was ich aber komisch finde, entweder kam der dem anderen Schiff zur Hilfe oder ich hab den aus Versehen angeschossen. Das war irgendwie nicht ganz ersichtlich. Beide Sachen sind möglich. Mehr Segel! Alle Segel!
Tut Wort schon. Jetzt gilt es, Jungs. Rettet sie den Arm und lasst die britischen Stahl schmecken. Das wart ihr schon. Ein Durcheinander hier, ist ja unglaublich. ...38 Stoffe ist ja auch nicht verkehrt. Das können wir sicherlich auch gut verkaufen. Aber wir wollen ja Gold und Diamanten eigentlich, wa? Wäre ja noch viel, viel toller. Aber dann da drüben. Heute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Holz und Zucker. Achtung, wir stoßen zusammen. Gib mir etwas Fahrt. Was liegt da? Volle Segel, Bewegung. Ich wollte erstmal gucken, was hier noch so rumfleucht. Holz und Metall. Eine Brick. Und da ist der andere gleich mit dabei, wa? Ja, er ruf. Alle Segel, sie verträgt das! Setz Top-Rahmen und Marssegel! Aber so mit zwei Schiffen anlegen, das wird bestimmt ganz schön. Segel voraus! Die Segel noch irgendwie zusammen, wa? Kann das sein? Bist du bereit dafür, Kenway? Sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ja. ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft ein! Ich muss mal gucken, welche ist. Na, genau das wollte ich hören. Okay, ist egal, haben wieder Holz geladen. Metall meine ich natürlich. Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer, gebe ich hier ein. Oder? Nein, gute Idee. Jetzt zeigt es! Griff die Top- und Rahmsegel! Feuer! Okay, also die andere kommt, die macht mit. Okay, dann haben wir natürlich vor. Jetzt muss man wieder ein bisschen Land gewinnen hier. Wo sind die anderen? Nehmt die Rahen aus dem Wind! Rollt die Topsegel auf, Männer! Jetzt haben wir schon drei auf uns, oder was? Habt ihr alle eine Macke, oder was? Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten! Wenn sie uns rammen wollen, sind Minen eine gute Antwort. Macht der andere da... Ja, macht auch noch mit. Lasst uns versenken, Kenway! Scheiße. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen viel vorgenommen, wa? Warum sind die jetzt schneller? Gegner feuert! Aua! Wieso sind die jetzt so schnell? Mit meiner Fahrrad. Ah, jetzt drehen sie bei. Segel setzen! Sie will uns rammen! Setzt jeden Zoll Segel! Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Gegner feuert! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! So, jetzt haben wir schon mal den ersten. Treffer eingesteckt! Aber wir haben natürlich auch noch die anderen. Lass sie nicht genug Platz, um uns zu rammen, Captain! Ja, das wird knapp.
Das war aber... Ab in die Bomben! Feuer! So, jetzt drehen wir den Spieß mal um hier. Erwarten Befehle, Captain! Hoffig. Oh, die machen jetzt schon Schaden, muss ich sagen. Feuer! Wir machen da gar keinen Schaden. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Oh. Meersegel, alle Segel! Feuer! Zimmermann muss das Ding. Zu feuern, Sir! Feuer! Ja, man muss halt ohne das Geschütz richtig einstellen und so, wa? Feuer! Ja, sind Sie verwundbar, Captain! Feuer! Segelreffen auf und erhöhen! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Achtung, Edward! Feuer! Beschädigt! Feuer! Oh, Scheiße! Noch ein Treffer kommen wir da nicht. Halten wir nicht aus. Muss das mal hier weg. Ach du Scheiße, Alter! Repariert mal hier irgendwas. Ich meine, viele brauchen die Uni mehr. Aber ich glaube. Ich glaube, jetzt ist aus. Das überleben wir nicht. Oh doch. Also zwei Schiffe, was echt hart. Mit dem Schiff hier. Problem ist, ich werde den da drüben nicht treffen. Ja. Alter Schwede. Also zwei Schiffe angreifen, das geht gar nicht. Das funktioniert noch nicht. Krieg jeden fetten Stoff in den Wind. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe. Ja, das ist natürlich wahr. In diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Bei leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain. Naja. Das mal so einfach wie so einfach ist der Jolly. Sind bereit, Feuer! Nur ein gut platzierter Schuss! Vorsicht, Captain! Feuer! Ich hab sie jetzt, Sir! So, das war's dann schon mal, wa? Für den? Ja, der ist auch super easy, wa? So. Das ist jetzt keine Herausforderung. Achtung! Jetzt geht es, Jungs! Rettet sie den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken! Nee, ist klar. Mein Gott, hier kriegst du ja nur aufs Maul, Junge. Ja, ist gut.
So, aber ich habe so die Vermutung, dass das wahrscheinlich diese kleine Flotte aus zwei Schiffen irgendwie die einzigen sind, die Metall an Bord haben. Liegt mich wahrscheinlich da irgendwie. Der Segelmänner! Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Die das Schiff aufrüsten kann? So, na gut, gucken wir mal da, was da für ein fetter roter Punkt ist. Der ist wahrscheinlich hinter der Insel. Die Segel einholen! Halber Wind, Männer, beruhig sie! Das ist er ja. Alle Segel, sie verträgt das! Eissegel an die Schurken! Stufe 4. Naja. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen üben vorher. Da kommt noch irgendwas. Was ist das? Schon auf Stufe 8. Kopfsegel reffen! Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Feuer! Feuer! Alle Mann bereit zu feuern! Feuer! Kanone bereit! Nö, nee, brauchen wir nicht mehr. Trinken wir auf euren Untergang! Achtung, seid nicht nah! Ihr seid alle tote Männer! Zieht sie ran, Matrosen! Brauchen wir nicht mal die Kanonen! Warum springst du jetzt ins Wasser? Egal. Hallo? Hallo? Also wenn wir praktisch 5 Leute getötet haben, dann ist das Schiff unter unserer Kontrolle. Und das ist eigentlich nicht schwer. So, was haben wir denn rum? Zucker, Feuerfässer, Crewmitglieder. Ja, nehmen wir alles mit. Und gucken, ob der Schoner Level 8 schon wieder weg ist. Da ist er. Oder was ist das da? Der Zivilist? So, was gibt's hier? Stopp! Ram! Machsegel! Wir reiten die Böe! Wir reiten die Böe. Von hier kommt auch noch irgendwas. Stufe 17. Aber der ist alleine. Eine Militärbrig am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, Kenway? Denn sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören. Gib das Signal! Bemannt die Kanonen! Vorsicht mit den Navy-Jungs. Die können ebenso ran wie breit sein wie gegen. Setze die Pulverfässer. Oder? Nein, gute Idee. Feuer! Na, nur ein gut platzierter Schuss. Feuer! Konzentrier dich auf Feuer! Mir ist total schleierhaft, warum die mich immer rammen wollen. Das ist mir irgendwie. Der mischt sich jetzt da noch mit ein, oder was? Wie sehe ich das? Bewegung!
vor. Feuer! Langsame sie mit Feldgeschoss. Feuer! Segelsatzen! Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, ich will den nicht normal machen. Ich bin ein bisschen leiser im Moment. Feuer! Er will uns rammen. Oh oh. Feuer! Ja! Ja! Wenn sie uns ran. Alles setze und schaffe aus Wind ausrichten! Feuer! Ja, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Segelreff! Alter! Zum Feuern, Captain! Feuer! Problem ist, dass man nicht wirklich sieht, wie man. Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe. Was? Na klasse. Schaffe ich wieder nicht, ey. Du kotzt mich schon wieder an. Der will mir doch nicht sagen, dass er mich jetzt verfolgen kann. Kann man eigentlich auch nach hinten schießen? Hm. Aufseilen! Nehmt Druck vom Baum! Und die Topsegel auf, Männer! Haltet euch fest! Ich hab mich geduckt, weil es hier beginnt Scheiß. Feuer! Wir haben es geschafft! Nein, Sir. Ja! Ja, er fällt! Oder sie fällt. Schiffe sind ja immer weiblich. Alter Schwede. Krass. Gegnerische. Ach, da müssen wir schon Zähne töten. Okay. Das wird ja dann bestimmt auch nicht so einfach. Darf ich dann auch mal? Ne, mit so einem dicken liegen wir nicht an. Nee. Wie haben wir denn schon? 8 von 10. Töten. Alter Schwede. Boah. Das wird bestimmt noch lustiger. Ich weiß. Ich frage mich immer, warum da steht, was soll mit dem Schiff geschehen? Da kann man noch nichts ändern. Na gut, 65 Metall, 15 rum, schwere Kugeln und so weiter und so fort. So, das haben wir jetzt endlich erledigt.